Egal ob in der Wirtschaft, im Bildungsbereich oder im sozialen Bereich, der Coronavirus wird seine Spuren hinterlassen. Zu diesem Thema haben wir zu einer Diskussionsrunde geladen und dafür begrüße ich jetzt nun meinen Kollegen Reinhard. Hallo Reinhard. Hallo Simone, Dankeschön. Ich habe eine ganz besondere Studiogäste bei mir. Auch wenn wir alle in einem anderen Raum sitzen, so hat uns die Technik doch zusammengeschaltet. Wir sehen hier den Herrn Dr. Christoph Hilz, Geschäftsführer vom EW Reute, Herr Wolfgang Winkler, in zweifacher Funktion einmal als Geschäftsführer der Wirtschaftskammer Reute, aber auch als Bürgermeister von Ehrenbichl, und der Mario Kien, Geschäftsführer von Telenet Systems in Reute. Grüß Gott, die Herren, danke, dass Sie sich Zeit nehmen, für uns dieses Gespräch zu führen. Herr Dr. Hilz, wie ist derzeit die Lage? Wie schaut es mit der Versorgung aus? Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser in unserem Versorgungsgebiet, die ist gewährleistet und wir haben derzeit auch keine Hinweise, dass wir dort Versorgungsprobleme bekommen könnten. Im Gegenteil, es ist so, dass derzeit die Stromnachfrage etwas zurückgegangen ist, um ca. 10-15%. Das heißt, es ist genug Strom in der Erzeugung da und wir können auch unsere Versorgung weiterhin sicherstellen. Gibt es ein gewisses Verhaltensmuster, nachdem jetzt viele zu Hause sind? Laufen zu gewissen Zeiten die Waschmaschinen schneller oder mehr oder merkt man da gar nichts? Dazu können wir eigentlich keine Feststellungen machen. Was wir natürlich sehen, dass die Tourismusbranche inzwischen einfach ihre Aktivitäten zurückgefahren hat und der Strombedarf ist natürlich auch zurückgegangen. Das Gleiche betrifft bestimmte Industrien, aber insgesamt bei den Haushalten gehe ich eher von einem leicht steigenden Stromverbrauch aus. Wie sieht es denn beim Gas aus? Beim Gas ist es ähnlich. Wir hatten in den letzten zwei Wochen ja sehr, sehr schönes Wetter. Das heißt, insgesamt ist der Gasverbrauch wohl etwas leicht gestiegen aufgrund der Kälte, die wir die letzten Tage haben. Aber vorher war der Gasverbrauch ganz normal. Auch die Versorgungssicherheit im Gasbereich ist gewährleistet. Wir haben in letzter Zeit immer wieder mal Probleme mit dem Wind gehabt, starke Stürme. Was ist, wenn da was auf uns zukommt? Wie schaut es da mit Störungen aus? Können Sie die beheben? Ja, wir haben schon am 27. Februar bei uns im Unternehmen eine erste Krisensitzung abgehalten, wo wir mal ein Szenario gezeichnet haben, wie könnte sich denn die Corona-Krise bei uns auswirken und welche Maßnahmen können wir treffen, damit wir diese Krise gut meistern und dass wir auch die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten können. Wir haben verschiedenste Maßnahmen eingeleitet, unter anderem zum Beispiel auch Homeoffice für die Mitarbeiter, für die das möglich ist. Und im Bereich der Störungsdienste haben wir Ersatzteams, das heißt, ein Team ist immer zu Hause und ein Team ist in Bereitschaft. Insofern haben wir sichergestellt, dass wir einen Störungsdienst 24 Stunden, 365 Tage im Jahr sicherstellen können. Bei uns im Unternehmen ist der kritischste Bereich der Kraftwerkseinsatz und auch die Netzführung. In dem Bereich haben wir ca. 8 Mitarbeiter, die sehr entscheidend sind, weil diese eben auch 24 Stunden, 365 Tage zur Verfügung stehen müssen. Und auch dort haben wir Ersatzteams gebildet. Ein Team ist zu Hause, ein Team ist im Betrieb. Darüber hinaus haben wir auch eine Notwarte in Bayern draußen, in unserer Betriebsstelle in Füssen, damit wir gegebenenfalls auch dorthin ausweichen könnten, sollten wir Infektionen innerhalb der Mitarbeiterschaft haben. Herr Winkler, Herr Bürgermeister, wie schaut es denn bei der Versorgung in der Gemeinde aus? Ich denke, da kommt uns zugute die Kleinstrukturiertheit des Bezirkes Reute. Wir haben 37 Gemeinden in unserem Bezirk und jede Gemeinde, würde ich fast sagen, ist krisenabrupt. Wir haben ja leider Gottes zu Pfingsten 1999 und August 2005 eine Hochwasserkatastrophe im Bezirk gehabt, waren viele Gemeinden betroffen. Und da hat sich ein gewisses Know-how entwickelt, wo die Gemeinden jetzt davon profitieren. Die Gemeindeeinsatzleitungen sind tagenbereit, sind natürlich alle im Einsatz und es funktioniert eigentlich, was ich mitbekomme, auch von den Kollegen sehr gut. Wie schützt ihr eure Mitarbeiter, die doch im Unternehmen sind, die laufend auch auf der Straße sind? Also wir haben rechtzeitig, ich kann es jetzt von der Gemeinde Ehrenbichl sagen, wir haben rechtzeitig umgestellt. Also der Amtsleiter und der Gemeindesekretär sehen sich jetzt schon seit 10 Tagen nicht mehr persönlich im persönlichen Kontakt, sondern nur mehr via Skype oder via Telefon. Wir haben da hier ein Splitting gemacht. Auch die Betriebe haben wir mitbekommen, haben vielfach jetzt umgestellt auf Homeoffice. Und ich denke, eine ganz wichtige Botschaft jetzt auch für die Bevölkerung, die medizinische Versorgung. Also da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Gemeinde Ehrenbichl ist ja bekannt
ehrenamtlich Standortgemeinde vom Bezirkskrankenhaus. Und ja, die Damen und Herren, die hier in der Verantwortung stehen, haben großartige Arbeit geleistet, sind Triagezelt bereits aufgestellt, also sind wir gut gerüstet. Sollte ein großer Ansturm kommen, wir werden ihn bewältigen. Sie haben gerade die Technik erwähnt, damit komme ich zu meinem dritten Gesprächspartner. Herr Kien, wie schaut die Versorgung auf der technischen, auf Internet-Ebene aus? Also auf der Internet-Ebene schaut es sehr gut aus. Unsere Anbindungen sind ganz normal ausgelastet, eher weniger, eben durch den Tourismus, weil der Tourismus eigentlich bei uns den größten Part ausmacht. Die Homeoffice-Arbeiten belasten uns Netzwerke jetzt momentan von Bandbreiten her wenig. Unser Personal ist ein bisschen gefordert durch die Homeoffice-Arbeiten, weil wir den Kunden bei den Installationen und bei den Betriebnahmen von den Homeoffice-Lösungen helfen und unterstützen. Man hat es in den Medien gehört, dass es Überlastungen gibt, dass manche Bereiche zurückgeschraubt werden von der Qualität der Ausstrahlung. Merkt ihr davon etwas? Na, also unsere Leitungen werden nicht zurückgeschraubt. Was die anderen Anbieter machen, da kann ich leider nichts dazu sagen, aber bei uns funktioniert alles wie gewohnt. Sollte es zu einer Störung bei euch kommen, habt ihr die Möglichkeit, auch eine Wartung durchzuführen? Ja, also wir sind genauso wie jetzt auch im EW in zwei Teams gesplittet. Also sollte ein Team erkranken, springt natürlich das zweite Team ein. Also die Funktion unserer Infrastruktur ist gesichert. Vielleicht möchte ich jetzt ein bisschen allgemein diskutieren mit euch. Wie habt ihr so selber das persönliche Empfinden? Wie geht es euch bei der jetzigen Situation? Mir persönlich geht es so, dass ich natürlich so etwas weder im persönlichen Bereich noch im beruflichen Bereich bisher erlebt habe, dass wir uns mit so einer Situation auseinandersetzen müssen, dass es so gravierende Einschränkungen gibt und Beschränkungen gibt, was die Bewegungsfreiheit und so weiter betrifft. Und es ist schon ganz was Neues und auch eine Herausforderung, das muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass es um unsere Gesundheit geht und um die Gesundheit von vielen Menschen. Und insofern, glaube ich, sind diese Maßnahmen auch alle gerechtfertigt. Es ist natürlich eine ganz herausfordernde Zeit, aber ich denke, die Botschaft ist auch, dass wir gut gerüstet sind, dass man Ruhe bewahren soll, keine Panik. Ich denke auch, ganz eine wichtige Botschaft, dass wir im Bezirk Reutte sehr gut aufgestellt sind, auch was die Lebensmittelversorgung anbelangt. Unsere Großhändler berichten uns, also dass die Lager voll sind. Man muss sich ja vorstellen, dass der Tourismus völlig zum Erliegen gekommen ist und die Großhändler haben ja entsprechend Vorsorge getroffen. Die Lager sind ja für den Tourismus sozusagen gefüllt worden und die Bevölkerung war hier keine Sorge haben, dass das hier irgendein Engpass in irgendwelchen Bereichen, was die Lebensmittel anlangt, eintreten wird. Auch was die Entsorgung anlangt, also die Gemeinden haben sich jetzt sehr gut gerüstet, auch was die Müllentsorgung anlangt. Also ich denke, da hat jede Gemeinde sehr gute individuelle Lösungen gefunden. Ich denke, das tägliche Leben funktioniert unter Anführungszeichen relativ gut. Belastung ist natürlich da. Also wir merken das natürlich, jetzt sind wir in der zweiten Woche der Quarantäne. Das ist natürlich für alle eine Belastung. Also das kann man, glaube ich, nicht jetzt bagatellisieren. Es ist auch noch Zeit bis zum 13. April, wo wir durchhalten müssen. Aber da der Appell bitte, es ist zum Wohle der Gesamtbevölkerung. Und da bitte schon, also die Maßnahmen, die Vorsichtsmaßnahmen, was Bund und Land und die Gemeinden eben vorgeben, bitte dringend einhalten. Was haltet ihr von der Politik? Wie wird derzeit gehandelt? Ist es richtig, was sie machen? Sind manche Sachen zu schwerwiegend oder sind sie zu lasch? Na, also von unserer Seite aus, oder auch von meiner Seite aus, ich finde, dass die Politik das sehr gut macht. Ich finde das mit der Kurzarbeit sehr gut. Auch andere Unterstützungen, also wenn man auf der WKO-Seite nachliest, findet man auch für jeden Bereich etwas. Also politisch passt von meiner Seite her alles und ich hoffe auch, dass es so weitergemacht wird, wie sie es jetzt machen. Das Krisenmanagement funktioniert, glaube ich, wirklich hervorragend. Das dürfen wir, glaube ich, österreichweit sagen. Möchte das auch auf Landesebene betonen, also dass hier wirklich die richtigen Instrumente eingesetzt worden sind und ja, herunter auf die Gemeinden auch brechen. Ich denke, die Gemeinden haben ja auch richtig reagiert und haben schnell und effizient die Bevölkerung informiert und entsprechende Maßnahmen gesetzt, dass das tägliche Leben weitergeht. Auch was die Wirtschaft anlangt, denke ich,
sehr gute Signale gesetzt worden mit dem Kurzarbeitszeitmodell, auch dass es Unterstützungen gibt, dass es einen Härtefonds gibt. Es sind natürlich jetzt Existenzängste da und die gilt es im Keim zu ersticken und zu sagen, das Leben nach Corona wird weitergehen und unsere Wirtschaft wird wieder Aufschwung erfahren. Alle Entscheidungen, die die Politik und die Behörden treffen müssen, müssen ja eine Abwägung erfolgen, was für Vorteile und was für Nachteile hat das. Und ich denke mir, das ist natürlich auch ein Vortasten, aber insgesamt denke ich mir, sehen wir ein sehr, sehr effizientes und kluges Krisenmanagement und hoffen wir, dass es auch zu den entsprechenden Ergebnissen führt, dass die Infektionsraten weiter zurückgehen. Herr Hilz, Sie haben ja einen direkten Vergleich zu Deutschland. Wie sehen Sie es da? Ja, ich kenne die Einzelheiten jetzt in Deutschland nicht im Detail, aber ich sehe, dass vor allem in Bayern der Ministerpräsident die Maßnahmen, die in Tirol gesetzt werden, ebenso umsetzt, weil er wohl auch sieht, dass die Maßnahmen richtig sind und dass sie greifen. Und wie geht es euch persönlich zu Hause? Familie, alles gesund, alles in Ordnung? Wie schaut es mit der Schulzeit vor den Kindern aus? Bei uns ist soweit alles in Ordnung. Unsere zwei Kinder, 18 und 22, die sind zu Hause. Haben jetzt auch natürlich Fernunterricht. Bei unserer Tochter ist es sogar so, sie ist im Studium, sie studiert Medizin im fünften Jahr. Bei ihr ist es so, dass sie sogar gebeten wurde von der Universität, ein Tutorial für die Studenten im dritten Jahr vorzubereiten. Das macht sie derzeit 3 Stunden am Vormittag. Und sie macht in dem Sinne ihre ersten Erfahrungen, auch mal aktiv werden zu müssen, damit das System weitergeht und damit die Weiterbildung auch weiter funktioniert. Also da lernt die Jugend einiges. Wie schaut es bei einem Winkel aus? Ja, unsere Söhne haben das Glück oder das Pech, dass die Mutter eine Lehrerin ist und ja, strenges Regiment herrscht im Hause Winkler. Also die Schulzeiten werden eingehalten, ganz normal, wie also von 8 bis um 13 Uhr gibt's Unterricht. Es funktioniert aber wirklich sehr gut, muss man sagen. Also die ganzen Plattformen, über das Tiroler Schulnetz, Moodle-Plattformen, werden die Hausaufgaben hinaufgeladen. Also das klappt wirklich gut. Kriegst auch mit jetzt, was in der Volksschule passiert auch hier, also sehr gute Kommunikation zwischen den Eltern, den Kindern und natürlich der Lehrerschaft, klappt wirklich gut. Ja, und wegen der Kinderbetreuung vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis, muss sich niemand Sorgen machen, die Gemeinden haben sich auch hier gemeinsam zusammengeschlossen, es wird auch in der Karwoche eine Kinderbetreuung durch die Gemeinden zur Verfügung gestellt, bitte in der jeweiligen Heimatgemeinde, im Gemeindeamt anrufen, wir werden dafür sorgen, dass jeder sozusagen versorgt wird. Ja, bei den Kindern kriege ich selber ein bisschen mit. Meine Frau ist ja auch Volksschullehrerin. Und da sind jetzt die ersten Meldungen gekommen, Frau Lehrerin, uns geht der Stoff aus. Vorbereitet war es für 14 Tage, aber nachdem die Kinder so fleißig sind, wird jetzt zu Hause ganz fleißig weitergearbeitet. Und jetzt faltet einfach das Unterrichtsmaterial. Die Claudia hat schon dementsprechend viel fotokopiert, wieder vorbereitet. Jedes Kind, jedes Elternteil kann den Stoff in der Schule vorbereitet abholen und somit geht es ganz locker weiter. Herr Kind, wie schaut es bei Ihnen aus? Ja, meine Tochter, die ist schon 25. Die ist momentan auch zu Hause, Homeoffice, und macht nebenbei ihr Studium auch online. Also bei ihr geht es eigentlich ganz normal im Alltag weiter und ich hoffe, es bleibt auch so. Hoffentlich, dass es bei allen so bleibt. Kommen wir nochmal zurück auf die Betriebe. Wie ist es für eure Mitarbeiter? Wie gehen die mit diesen Belastungen um? Also für unsere Mitarbeiter ist das natürlich eine Belastung. Ich denke mir, das trifft alle und jeder muss sich umstellen und einstellen auf die neue Situation und das fordert auch jeden. Und natürlich ist das alles begleitet auch von der Sorge, dass man sich infizieren könnte. Und insofern ist es ganz wichtig, dass die Mitarbeiter auch aktiv mitmachen, dass sie die Vorgaben und die Einschränkungen mittragen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Flexibilität, für die Bereitschaft, ihren Beitrag zu leisten und auch gegebenenfalls Einschränkungen hinzunehmen, damit wir diese Krise gemeinsam meistern. Bei den anderen? Wir haben gesplittert, das heißt, also wir haben 2 Teams jetzt in der Wirtschaftskammer auch aufgestellt. Das heißt, ein Team ist im Homeoffice, ein zweites Team ist hier vor Ort, dass wir jeden Tag sozusagen auch schnell reagieren können, sollte ein Problem auftreten. Ich darf aber vielleicht nochmal auf die Problematik, wir haben sehr, sehr viele Ein-Personen-Unternehmen auch im Bezirk Reute. Und hier gilt es natürlich, diese Ängste zu nehmen. Und also wir sind natürlich in der Dauerschleife, wir sind 24/7 unterwegs.
unterwegs, die Unternehmer, die Kleinunternehmer auch zu informieren, wie sie zu ihrem Geld kommen. Also bitte auch der Aufruf, Hemmschwelle, bitte meldet euch direkt bei der Wirtschaftskammer. Wir helfen gerne weiter, entweder per E-Mail oder per Telefon. Persönlichen Kontakt haben wir natürlich jetzt einstellen müssen. Bei uns ist natürlich jetzt momentan sehr viel los durch diese Homeoffice-Aktionen und damit natürlich auch die, man kann schon sagen, die hundertprozentige Verfügbarkeit gegeben ist. Aber dennoch ist es so bei den Technikern, dass sie schon einmal fragen, wie schaut es denn aus? Wie bauen wir jetzt den Zeitausgleich ab oder unseren bestehenden Urlaub, also den Alturlaub? Wir versuchen natürlich jetzt diese Zeit mit dem Zeitausgleich und mit den Alturlauben zu kompensieren, damit nicht wirklich irgendwelche Belastungen für den Betrieb aufkommen. Wobei das natürlich ein Thema ist jetzt für alle anderen miteinander. Das sicher, jeder muss schauen, dass er die Kurzarbeit bringt, dass er möglichst Urlaub abgebaut wird und. Vielleicht einmal zurück auf Herrn Winkler. Wie ist das eigentlich dann beim Handel? Die ganzen Verkäuferinnen und Verkäufer, die da stehen, wie werden denn die eigentlich geschützt? Ja, ist natürlich gerade für unsere Verkäuferinnen und Verkäufer ist eine ganz herausfordernde Zeit. Ich denke, die Betriebe haben da sehr gut reagiert. Also die großen Konzerne haben ja Boni angekündigt. Wir kriegen die Mitarbeiter jetzt Bonuszahlungen, für das jetzt wirklich mehr als über das übliche Maß hinaus arbeiten. Aber auch in den kleinen Einzelhandelsgeschäften. Also da funktioniert das wirklich gut. Kleinstrukturiertheit kommt uns wieder zugute. Es gibt im Bezirk heute wieder diese Tante-Emma-Laden. Diese Dorfläden ums Eck und die florieren momentan natürlich sehr gut. Herr Hilz, ist eigentlich euer Verkaufszentrale offen? Kann ich meinen Computer, mein Handy, wenn was kaputt ist, wieder bringen zu euch? Oder? Unser Handelsgeschäft ist auch geschlossen, so wie das die Vorgaben sind. Und wir wissen derzeit auch nicht, wann wir wieder öffnen können. Insofern sind leider diese Dienstleistungen derzeit nicht möglich. Allerdings haben wir auch bei Rezag einen Onlinehandel. Und ich kann die Kundinnen und Kunden nur bitten, geht's drauf auf die Webseite. Es wird auch ausgeliefert. Insofern, es ist möglich, bei uns was zu kaufen, aber leider nicht im Geschäft. Also wenn man so sieht, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Man kann sich doch auch regional weiterhelfen. Wie glaubt Sie, wie wird denn die Zukunft werden? Da muss sich ja hoffentlich einiges ändern. Also ich gehe jetzt einmal sehr positiv ins Rennen und ich erhoffe mir, dass die Wirtschaft, zumindest jetzt im Tourismus, dass es wieder weitergeht im Sommer und dass einfach jetzt die ganzen Gastronome in dieser schweren Zeit, wenn wir dann wieder dürfen, uns Aufträge geben, damit wir Sanierungen, Erweiterungen durchführen können. Und so wird das Ganze vielleicht wieder etwas positiver in die Zukunft gehen. Was das Unternehmen betrifft, wir denken im Moment noch nicht an die Zeit danach, sondern wir gehen davon aus, dass dieser Zustand, dass diese Sicherungsmaßnahmen für die Gesundheit noch weitere Wochen, wenn nicht Monate anhalten werden. Und wir versuchen, unser Unternehmen in den Normalbetrieb zurückzubekommen. Das heißt, wir versuchen, unsere Dienstleistungen anzubieten, zum Beispiel in der Elektroinstallation. Wir nehmen Kontakt auf mit den Hotels. Die sind jetzt leer. Es sind dort Umbauarbeiten möglich. Und überall dort, wo wir unsere Dienstleistungen und Arbeiten ausführen können, versuchen wir das auch auszuführen. Das heißt, unser Appell gilt an die Mitarbeiter, in den Normalbetrieb zurückzukommen, trotz der Einschränkungen, die wir haben, damit die Wirtschaft so wenig wie möglich leidet. Wir haben ja Erfahrungswerte auch aus dem Jahr 2008, aus Zeiten der Wirtschaftskrise und da haben wir festgestellt, dass der Bezirk Reutte sehr krisenresistent ist. Also wir haben, denke ich, den idealen Branchenmix. Wir haben ein Drittel im Tourismus, ein Drittel Industrie und ein Drittel Handwerk und Gewerbe sowie den Handel und gegenseitig fangen sich diese Branchen immer wieder auf und momentan leidet natürlich ganz stark der Tourismus und natürlich auch Teile vom Handel. Die Industrie kann noch produzieren und da bitte auch um Verständnis und darf mich einmal herzlich auch bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Leitbetriebe in der Industrie, dass sie weiterhin produzieren. Man darf nicht vergessen, unser großer Leitbetrieb ist ja auch ganz stark in der Medizintechnik verhaftet, produziert sehr stark Teile eben
für die Medizin und das darf man nicht vergessen, dass die Leute natürlich einen ganz wertvollen Beitrag leisten, dass die ganze Kette, die Produktionskette aufrecht bleibt und da Respekt und herzlichen Dank. Das Gleiche gilt auch am Bau und da dürfen wir auch nicht vergessen, es müssen ja die Notdienste aufrecht bleiben. Sei es, wenn ein Wasserrohrbruch passiert, wenn das Dach eingeht, ja bitte, wir sind froh, wenn wir einen Installateur haben, wir sind froh, wenn wir einen Dachdecker oder einen Spengler haben, bitte diese Betriebe auch weiterhin aufrecht zu halten. Da kommt uns die Kleinstrukturiertheit entgegen. Wir können diese Sicherheitsmaßnahmen, die vorgeschriebenen Abstände in diesen Bereichen natürlich ganz gut einhalten, weil es ja Kleinbetriebe sind. Und da auch herzlichen Dank an alle Unternehmerinnen und Unternehmer und die Mitarbeiter, die diesen Weg jetzt weitergehen und offen lassen. Eine persönliche Frage an euch drei. Alle Geschäftsführer, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, volles Programm. Wird es für euch persönlich auch Veränderungen geben jetzt, dass man ein bisschen zurückgeht vom Gas, ein bisschen mehr für die Familie da sein will zumindest? Aber ich glaube, es ist gut, dass wir uns auch austauschen mit meinem Vorstandskollegen Michael Holt. Wir machen es eben so, einer ist zu Hause, einer ist hier im Betrieb, der eine macht Homeoffice, der andere ist hier im Büro. Es ist eine Veränderung, zu Hause zu arbeiten mit der Familie, aber es geht und es ist eine Umstellung, es gibt auch einen Ausblick, eine Chance für neue Arbeitsmethoden zu entdecken und vielleicht auch künftig zu übernehmen, wo es sinnvoll ist. Also gerade auch Videokonferenzen, Telefonkonferenzen. Wir hatten gestern unsere Aufsichtsratssitzung per Telefonkonferenz und ich würde sagen, das hat sehr gut funktioniert. Wie geht es dem Herrn Winkler? Gibt es irgendwo quasi ein bisschen zurückgehen? Ich denke, man wächst in solchen Situationen doch über sich hinaus und das Feedback, was wir kriegen aus der Bevölkerung, was jetzt Gemeinde anlangt oder auch von den Unternehmerinnen und Unternehmern, also das ist durch die Bank positiv und das gibt natürlich Kraft und dass man das gar nicht so sieht und man schaut sicher nicht auf die Uhr, um wie viel Uhr jetzt das noch ein Gemeindebürger oder Unternehmer anruft. Das ist egal, in der Situation ist man einfach da und es macht unterm Strich auch große Freude, momentan hier gestalten zu können, auch in Krisenzeiten. Und dass man den Leuten hilft. Mir selber gibt es viel Kraft. Herr Hilz, vielleicht abschließend Appell an Sie, an uns alle miteinander. Ja, ich denke mir, Solidarität untereinander, Solidarität in der Familie, bei den Nachbarn, das ist das, was wir brauchen. Und dann werden wir diese Krise auch meistern miteinander. Mit diesem Schlusswort, wo nichts mehr hinzuzufügen ist, möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen, Ihren Lieben zu Hause, aber Ihren Mitarbeitern viel Gesundheit, dass es euch allen gut geht. Danke. Vielen Dank an euch, einen schönen Tag miteinander. Und damit wieder zurück ins Studio zur Simone.